Samira Sauser, wir kommen gerade vom Match gegen die Italienerinnen. Ein super Spiel abgeliefert. Wie war für dich insgesamt die Eurovolley-Erfahrung? Super! Ich glaube, wir haben alle mega viel von dieser EM können profitieren. Auf so einem hohen Niveau zu spielen, kann man nicht jeden Tag. Und ich glaube, wir haben alle riesen Fortschritte gemacht, im Angriff, in der Annahme, in der Defense, vom hohen Tempo. Da haben wir uns auch mega dran gewöhnen müssen. Wie war es für dich persönlich gegen die Topstars aus der italienischen Liga, gegen die Cracks vom Volleyball zu spielen? Ja, sonst sieht man es halt mehr im Fernsehen und es ist mega ein cooles Gefühl, wenn man auch mal einfach gegenüber von denen steht. Man sieht auch schon, wenn wir, keine Ahnung, wo wir schon eingelaufen sind, einfach seine Etage höher. Aber es macht einfach mega Spass, sich mal messen gegen solche. Und wir haben jetzt probiert, umso mehr jeden Punkt, den wir gemacht haben, können mehr zu feiern. Dass wir jede Defense, die wir haben, die wir irgendwo blocken oder eben verteidigen können, dass wir die umso mehr feiern. Und ich glaube, das haben wir heute können zeigen und nochmal grosse Freude zeigen am Sport. Und ja. Brian, Emmerli, comment était l'expérience de l'Eurovolley pour toi? Pour moi, c'était vraiment une très bonne expérience. J'ai jamais eu l'occasion de jouer à ce niveau et du coup, de pouvoir mettre les pieds sur le terrain, de pouvoir se battre auprès de ces filles, ce fut vraiment génial pour moi. Comment c'était de jouer contre les Italiennes, contre ces stars du volleyball? Ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Ben, on sait qu'elles sont vraiment fortes, que ça peut venir de partout. Et du coup, ben, c'est vraiment chouette de pouvoir tout tenter, essayer de prendre, de défendre, essayer de les bloquer. Et du coup, vraiment incroyable d'avoir cette expérience aujourd'hui. Saskia Van Hintum, un toller Achtungserfolg zum Schluss gegen Italien. Obwohl man 13-0 verliert, man hat gekämpft, man hat Freude gesehen. Wie ordnest du als Head Coach das Turnier jetzt als Gesamtes ein nach dem letzten Spiel? Ja, nach dem letzten Spiel ganz erfreulich eigentlich, weil wir uns gezeigt haben und auch viel Spielfreude gezeigt haben. Das hatte ich die Mädels auch mitgegeben. Es ist natürlich eine super Herausforderung, gegen so eine Mannschaft solche Plattformen spielen zu dürfen. Andererseits haben wir leider unser Ziel nicht erreicht. Wir wollten gerne Richtung Belgrad fliegen und nicht Richtung Zürich. Also einerseits gut, andererseits ja, schade, dass wir den Schritt leider, um das zweite Spiel gewinnen zu können. Ich glaube, wir hatten Möglichkeit gegen die Slowakei. Von der Warte her einerseits zufrieden, andererseits mit Gedanke, bestimmte Gedanke gehe ich nach Hause. Für dich persönlich als Head Coach, was nimmst du von diesem Turnier jetzt in diesem Moment gerade mit? Ja, das ist für alle, wenn was Neues auf dich zukommt, eine bestimmte Erfahrung mit sich mitbringt. Man lernt daraus jeden Tag wieder. Ich glaube auch für die Spielerinnen auf so einer Plattform, auch für mich dieses Turnier, das erste Mal als Head Coach. Ich habe mich unheimlich gefreut, wieder international dabei zu sein. Ich kenne viele Leute, man begegnet wieder viele Leute, die man vorher auch schon mal begegnet ist. Und das hat mich sehr erfreut. Und klar, auch für mich gibt es Sachen, die ich mitnehme, wo ich daraus lernen kann. Und das nächste Mal bestimmte Sachen auch von meiner Seite aus zu verbessern, weil die gibt es immer. Jeden Tag lerne ich dazu. Und ich glaube, das ist für alle wichtig.